Ein Spiel mit Kickstart, von der ersten Minute an volle Pulle in die Offensive. Marc Wilmots, der Kraftmeier, wuchtet den Ball über die Linie. Ein UEFA-Cup-Endspiel. Bei Sieg über den VfB hätten sie 6 Punkte Vorsprung und das Castor-Spiel gegen Köln in der Hinterhand. Dicke Chancen im Minutentakt. Gossens. Weiter mit Yves Eigenrauch. Beinschuss gegen Stoikowski. Und Gossens. Nach 10 Minuten schon 2:0. Das gab es zuletzt 1979 gegen Köln. Super von Yves Eigenrauch. Und dann sieht Verlat schlecht aus. Gossens gut. Stuttgart reagiert, als Schalke zu stürmisch wird. Ballverlust von Gossens. Hier. Poschner auf Akpobori. Der frühe Anstoß. Es wurde ein Riesenspiel. Kurz vor der Pause. Linke lässt Akpobori zu viel Platz. Klug auf Poschner. Wieder ein Tor kurz vor der Pause. Hüb Stevens hielt die nötige Standpauke. 60.000 geben noch mal alles. Radek Latal, der beste Flankengeber der Saison. Und Marco van Hoogdalem, dritter Saisontreffer. Die erneute Führung, Schalke bis dahin mit ganzen 6 Gegentoren in 13 Heimspielen. Aber heute ist alles anders. Balakow dreht Eigenrauch ein. Und diesmal de Kock zu weit weg von Akpobori. 3:3. Sie wollen Atem holen? Keine Zeit, wir mussten übrigens noch 10 weitere gute Chancen draußen lassen. Olaf Thon! Zu diesem Zeitpunkt der Saison hatte Schalke 14 Mal Pech mit Aluminium, aber nur 2-mal Glück gehabt. Das gleicht sich nicht wieder aus. Die 90. Minute. Lehmann, van Hoogdalem, de Kock, alle irritierten sich gegenseitig. Statt 6 oder wenigstens 3 Punkten Vorsprung zieht Stuttgart gleich. Ich glaube, heute hat uns das Fußballspielen zu sehr Spaß gemacht. Und darüber hinaus haben wir vergessen, wo man Spiele gewinnt. Und deswegen haben wir, glaube ich, 4 Stück reinbekommen. Und dann machen wir jetzt die Fehler, wo ein Gegner hervorragend das ausspielt und die Tore macht. Konnten Sie da was dran machen an dem Tor? Ja, ich bin Torwart, ich kann an jedem Tor was machen, wenn ich richtig stehe.